Er will nur lizenziertes Merch. Ist das sein Ernst? Ist das sein fucking Ernst? Ich hab jetzt schon das perfekte Blanket und der will es nicht. Der will nicht drauf wichsen. Warum will er nicht drauf wichsen? Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Five Nights at Fuckboys. Diesmal den dritten Teil, den dritten offiziellen Teil. Diesmal orientiert an Five Nights at Freddy's 3, natürlich mit Springtrap. Wir haben New Game und Akt 3, scheinen wohl unterschiedliche Dinge zu sein. Es gibt noch einen vierten Teil, der aber nicht offiziell ist. Also, was heißt offiziell? Ich meine, das Spiel ist so oder so nicht offiziell. Aber das hat ein Fan entwickelt, der von diesen Spielen halt ein Fan ist, was das Game eigentlich an sich schon ein Fan-Game ist. Wer copyrighted Song in dieses Game? Disable them, ja. Okay. Wie gesagt, es gibt noch einen vierten Teil, den werde ich natürlich auch noch probieren. Und wir starten mal. Mal gucken, wie das aussieht. Okay. Das ist der Text aus Teil 3. So wie es aussieht. Horror Attraction, Spring Break must be officially fucked. Alright. Wir sind in der fünften Nacht. Das war easy. Yes. Alle vier Nächte durch. Habe ich alle weggekattet. Nein. Das Spiel fängt in der fünften Nacht an. Wahrscheinlich geht hier der Shit los. Alright. Jetzt Raum 10. Are you ready for not Freddy? Wir sind nicht Freddy, wir sind Springtrap. Wir sind freaking Springtrap. Macht natürlich Sinn. Ich meine, der... Two Koopa Coils were found. Alright. Wir haben schon unseren ersten Item. Was haben wir hier? Da. Zack. Und... Zack. Cool. Nice. Ich frage mich dann, was wir für Party-Member haben. Wahrscheinlich Phantom Boy und so weiter. Alright. Oh, erster Fight. Phantom Head. Oh, da sind die Gegner. Das ist eine tolle Jazzmucke. Da werde ich entspannt. Da werde ich entspannt. Bam. Springtrap greift zweimal an. Gott, Pizza Slap. Und wir haben Level 2. Und wir haben sogar einen Skill erlernt. Also ich muss sagen, von den ganzen Fuckboys-Teilen ist das der Teil, der sich extrem krass unterscheidet. Und auch jetzt so vom ersten Fight hat auch... Bam. Nice. Geht doch gut. Endlich mal ist das nicht so abgefuckt wie alle anderen Teile. Okay. Shit, fuck. Das ist Balloon Boy. I'm pathetic failure in this form. Curse my limited body. Warum haben die kein Voiceover? Bisher hatten alle Teile ein Voiceover, auch wenn die Computer generiert waren. I knew this was a fucking horrible plan. Yeah. Der ist voll depressiv, der Kerl. So, hier sind ein paar Kisten. Video Pizza. Guck mal, zum Beispiel bei der Pizza gibt es ein kleines Icon. Gab's vorher nicht. Ich sag doch, das ist... Undead Partyware. Oh! Okay, bisschen gebufft. Ob das bringt gegen vier Typen? Fuck, es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Es wird nicht reichen. Diesmal gibt es einen Schädel. Ja, das Spiel ist ein bisschen dunkler auf jeden Fall. Ah, ich muss alles von neu machen. Okay, diesmal schaffe ich's. Diesmal schaffe ich's, oder? Guck mal, ich habe noch 150 Health und nur noch zwei Leute über. Dadurch, dass Springtrap zweimal angreift, habe ich einen extrem guten Vorteil. Guckt euch das an. Guckt euch das... Oh, der... Jetzt muss es hitten. Nice, nice. Der war doch einfacher, als ich dachte. Yes. Und gleich Level 4. Und so viele Skills. Eat my shit. Okay. Springtrap ist genauso ein Arschloch wie Freddy Fuckboy. Du bist so hoffnungslos. Was du nicht sagst. Es vermisst so ein bisschen den alten Charme von dem Freddy Fuckboy. Fuck you, fuck your life, fuck your soul. Ich hab keine Seele. Eat my shit. Genau, sagt der Richtige. Oh, er hat seinen Fehler einbestanden und jetzt will er sich ändern. Er macht eine 360-Grad-Drehung. Er will ein guter Junge sein. Okay, und wir von uns freut das. Fuck your shit, inhale etc. Der hat keinen Bock drauf. Okay, und wir fangen unsere Debauchery-Nacht an. Ohne Scheiß, ey. Ja, wir werden uns nicht mehr manipulieren lassen von Balloon Boy. Fuck you. Ich dachte, der wollte sich ändern. Inhale my dong enragement child, da ist es wieder. Buy my shit, kauf meinen Scheiß. Oh yeah, oh wir... Okay, jetzt ist es auf jeden Fall einfacher zu sehen, welche Waffe was bringt. Kaufen wir gleich die Level 2, weil wir können. Okay, aber anders als vermutet ist das nicht unser Party-Member geworden. So, was haben wir hier? Die Minimap passt ja mal null. Die passt ja mal richtig null. Bisher war in jedem Teil irgendwie mal logisch, wohin man gehen muss.
Ich bin jetzt nach unten gegangen und die Minimap wechselt auf links. Why? Das macht keinen Sinn. Hier ist Power Level 3. Fuck this shit. Aber guck mal, wenn ich jetzt nach oben gehe, wo komme ich da hin? Nach rechts. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen fucking Sinn. Sehr schön. Wenn ich hier nicht 100 Mal drücken muss, dann weiß ich auch nicht. Wir machen es einfach mal. Meine Hand ist so müde. Es passiert nichts. Es passiert fucking nichts. Sei es Foxy. Kann. Nein. Wie denn? Er will verdammt, der will masturbieren, aber ich gebe ihm keinen Platz dafür. Why? Okay, ich glaube, ich habe die Minimap doch verstanden. Man muss sie umdrehen. Man muss sie einmal um 90 Grad drehen nach links. 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Dann macht die Sinn. Dann macht die richtig Sinn erstmal. Hier ist was. Yes. Blanket. Oh, wir können Nickerchen machen. It's an arcade, but it's out of order. Okay. Ich dachte, wir hätten wieder Minigames wie bei Teil 2. Falls ihr Teil 1 und 2 nicht gesehen habt, hier oben links auf das i klicken. Dort oben links. Dort findet ihr den ersten und zweiten Teil, oder? Ja, ich werde kämpfen. Alright, alright. Wir rennen mal. Danke. Okay, hier können wir was zocken. Chicka's Oven Party. Fuck yes, let's do this. Mal gucken. Wait. Fuck. Was fuck? It needs quarters. Ich brauche Münzen. I have tokens. Er hat Tokens. God damn it. Gott verdammt. Der ist richtig emotional gerade, glaube ich. I'm going to punch the fuck out of this punch. Oh, hier können wir wieder punchen. Punch. Oh. Oh. Wo ist unser Dreckendildo? Awkward. Poster was found. Okay. Was soll ich mit dem Poster? Blanket that might be perfect for masturbating foxes. Oh, wer sagt denn das denn? Official Science and Freddy Fuckboy Merchandise. Was ist das? What is this? Das ist Balloon Boy. Ein ziemlich verzerrter Balloon Boy. Okay, warum? Warum? Oh, ich habe irgendwas aufgesammelt. Oh, da ist Chica. Chica, Chica, Chica. Chica, Chica, Chica. I don't know what this was. Aber... Wir holen uns Foxy. Wie no? Wir haben doch... Er will nur lizenziertes Merch. Ist das sein Ernst? Ist das sein fucking Ernst? Ich habe jetzt schon das perfekte Blanket und der will es nicht. Er will nicht drauf wichsen. Warum will er nicht drauf wichsen? Da ist Mängel, alles nur Schatten, deren altes... Die will schon wieder ein esoterisches Sexspielzeug, nein. No. No, Freddy, please, Freddy, please, Freddy, please. Okay, der ist genauso... Oh, Power Level 5. Oh, wir werden tot. Da ist der Freddy. Enragement Rabbit, warum? You know. Die haben alle Probleme mit ihren Heterosexualität. Okay, das ist Freddy da auf dem Kopf. Springtrap will keinen einzigen. Toy Freddy Shell. Okay, wir haben wieder ein neues Item. Das wir nicht ausrüsten können. Sehr schön. Toilette, wieder weiblich. Ist abgeschlossen. Aha. Is it? Das ist Advanced Security. Dum, dum, dum. Eines Tages. Eines Tages. Oh yeah. Oh, what? Warum funktioniert das? Ich hab jetzt dieses Täusch. Jetzt machen Toy Freddy und Toy Chica ein richtiges Battle, weil ich dieses Toy Shell gefunden habe und das er jetzt hingelegt habe. Total random. Jemand ist angepisst gewesen. Oh, was ist jetzt passiert? Komm, Party. What? The... Somewhere a mystery portal appeared. Warum? Warum ist irgendwo ein Portal aufgetaucht? Oh, das Spiel ist so random wie eh und je. Und da ist das Portal. Dann gehen wir doch mal rein, oder? Wir wollen mal unser Party-Member vergrößern. Step into the... You cannot save inside. Bin fucking gespannt. Bin fucking gespannt. Was das jetzt wieder für eine alternative Realität wird. Und wahrscheinlich werden wir sofort gekillt, sobald wir da sind. Oh, da sind die 2D-Games. Und wir sind... Und wir sind Springtrap.
Beziehungsweise Golden. What? Alright. Alright, das Spiel gefällt mir, ehrlich. Die haben echt jetzt neue Ideen reingebracht und das ist cool. Da ist Mängel. Mängel, die nichts macht. Hier ist ein Schattenfoxy. Auch kann ich auch nichts machen. Das Layout ist definitiv aus Teil 3 kopiert. Die Minigames. Oder war das Teil 2? Ich glaube, das war Teil 2. Ja, bisher sehe ich aber nichts von Relevanz und da oben ist der Raum, wo er gestorben ist. Auf jeden Fall, was Teil 3 anging. Oder auch nicht. Oder war das hier noch einmal rechts? Ah ja, da oben war das. Gehen wir gleich hin. Chica läuft rum. Und oben rechts steht eine 10. Was? Nein! 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 Bin nicht bereit! Bin seelisch nicht bereit für sowas! Oh, das wird kacke. Das wird kacke, ich sterbe. Phantom Chica nimmt keinen Schaden. Und ein Schlag reicht aus, dass ich sterbe. Okay. Hat sich so mal zum Vorteil erledigt. Oh, da ist jetzt ein Staubsauger. Warum ist er ein Staubsauger? Der war vorher kein Staubsauger. Yes. A vacuum was found. Alright. Aber das ist typisch für das Spiel. Okay, wofür könnten wir den Staubsauger gebrauchen? Wir könnten ihn theoretisch gebrauchen für... Ich habe keinen Schimmer, ehrlich gesagt. Mal sehen, was da steht. Perfect for inhaling dung. Oh. Ich weiß wofür. Ich weiß wofür. Freddy da im anderen Zimmer. So, dann wollen wir mal den Staubsauger an seinen Dong anschließen. Engage the vacuum, motherfucker. Yo. Ihr wisst, was gerade passiert. Ihr wisst, was gerade passiert. Der Staubsauger. Der Staubsauger. Yes. Und schon wieder ein Portal. Somewhere a mystery portal appeared. Aber was ich jetzt bei Toy Chica gesehen habe, ist auf jeden Fall noch nicht machbar. Ist noch nicht machbar. Ich muss auf jeden Fall mehr leveln. Ich habe auch keine hier. Keine Händler mehr, ne? Auf jeden Fall klickt mal hier oben rechts auf das I. Da, oben rechts ist so ein I. Dort könnt ihr draufdrücken. Dort findet ihr weitere Five Nights at Freddy's Fuckboy Tiles und Freddy Games und Fan Games. Alles, was das Herz begehrt. Gebt der Folge mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert mich natürlich. Ich sehe euch nächste Folge. Gebt mir Flosse, Flop.